Hi und herzlich willkommen zurück bei Tienchen TV. Nein, es ist nicht Ostern, aber wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem wunderschönen Ei auf sich hat, dann geht's nach dem Intro direkt weiter für euch. Ja, die liebe Simone, ich werde euch ihren Instagram-Account verlinken, denn bei Instagram zeigt sie öfter mal diese wunderbaren Kunstwerke, die sie macht. Hat mir ein Geburtstagsgeschenk geschickt, nachträglich, aber das spielt keine Rolle. Ich lasse mich immer gerne von euch beschenken, nicht nur am Geburtstag. Und sie hat sich schweren Herzens von diesem wunderbaren Teil getrennt, das sie eigentlich behalten wollte, aber sie wollte mir eine Freude machen und sie hat mir eine riesige Freude damit gemacht. Und ich zeige euch jetzt dieses fantastische Teil. Ich versuche, weil es ist wirklich riesig, es euch im Detail zu zeigen und dann kommen auch noch ein paar Fotos. Was bei diesem Ei nicht dabei war, das war ein Sockel, den ich aber brauche, weil es ohne nicht stehen bleibt. Und da sie ja diese fantastischen SeaWorld-Papiere benutzt hat, also sie hat hier, ich muss mal ein bisschen rausgehen, sie hat hier das Decoupage-Papier von SeaWorld benutzt. Das gibt es ja auch als Decoupage-Papier. Ich habe den Block in 12x12, also den Papierblock, und hatte hier so eine alte Cremedose und die habe ich mir, weil ich wie gesagt einen Sockel brauchte, aus diesem Papier, mit diesem Papier verkleidet. Habe oben, da war ja dieses Gewinde von dem Deckel, ein bisschen von dieser Kordel hier draufgeklebt mit Heißkleber und habe mir das Ganze, damit es ein bisschen besser zu dem Projekt passt, noch ein bisschen mit brauner Acrylfarbe gestupft an manchen Stellen, um da so ein bisschen dieses Steampunkige und Grungige reinzubringen. Auch oben die Kordel habe ich mit der Acrylfarbe gestupft und hier unten den Boden so ein bisschen und so partiell auch auf die Zahnräder, um so einen kleinen Rosteffekt zu erzeugen, weil das Papier hat einfach noch zu sauber ausgesehen. Da musste noch so ein bisschen Grunge drauf. Und sie hat mir eine Lichterkette mitgeschickt und die habe ich mir mit Stecknadeln in dem Ei befestigt und habe sie so verlegt, dass sie unten, wo das Ei in dem Sockel steht, dass unten die Schnur endet, dass ich hier dieses Teilchen in dem Sockel verstecken kann und das Kabel auch. Und dann muss ich es nur anheben, um es einzuschalten und kann es dann wieder hinstellen. Ich zeige es euch jetzt mal von außen. Also ich habe lange überlegt, wie ich das am besten mache, damit ihr auch alles gut seht. Wenn ich aber zu weit rausgehe, dann seht ihr hier neben meinen Schreibtisch und dann seid ihr zu sehr abgelenkt. Also das ist ein großes Styropor-Ei. Das besteht aus zwei Hälften. Sie hat hier so eine wunderbare Bordüre aufgebracht. Die Zahnräder sind alle in 3D. Also immer mehrere hier auch. Ihr seht's. Hier unten ist dieses wunderschöne Seepferdchen. Also sie hat Decoupagepapier benutzt, weil um solche Rundungen zu machen, sind die Papierblöcke einfach zu gute Qualität. Also das ist zu starr, um so eine Rundung zu kleben. Und dafür ist das Decoupagepapier super geeignet. Hier ist auch nochmal eins in 3D, so ein kleines Zahnrad. Dann ist hier der Oktopus von dem Papier. Hier oben drauf, das habt ihr schon gesehen, da hat sie so ein schönes Mandala oben als Zentrum genommen für die Mitte von dem Ei. Dann haben wir hier nochmal eine schöne Bordüre und zwar diese beiden Teilchen hier. Sie hat das, was um die Zahnräder rum ist, wenn ich mich nicht völlig irre, aus Modelliermasse gemacht. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Und die Modelliermasse, die ist ja quasi wie Moosgummi und diese beiden Halterungen hier als Scharnier quasi, um das Ei aufzuklappen, dass es aber trotzdem zusammenbleibt, die waren auch aus der Modelliermasse und die sind beim Transport leider abgebrochen.
also diese Streifen hier. Deshalb habe ich einfach Satinband genommen, habe mir das aufgefädelt, also das ist wie so eine kleine Gürtelschnalle mit einem Steg in der Mitte. Habe mir das Band aufgefädelt und habe mir die Ecken mit Heavy Body Gel angeklebt und Stecknadeln reingemacht, die dann auch gleichzeitig mit dem Kleber fest geworden sind. Das ist das Scharnier hier zum Öffnen. Dann seht ihr hier diese fantastischen Bullaugen. Die Rahmen und diese Schnüre, die sind wie gesagt aus Modelliermasse. Und ich finde es unglaublich, wie toll das aussieht. Und hier neben ist dieser große Oktopus nochmal, der hier auf der anderen Seite schon aus Decoupagepapier ist, nochmal als 3D-Objekt aus Modelliermasse entstanden. Hat sie auch wunderbar koloriert, also ganz, ganz toll. Und als wäre das alles noch nicht genug, ist das Ei natürlich auch innen noch gestaltet. Ich öffne es jetzt mal. Hier seht ihr diese wunderschönen Bullaugen von innen. Sie hat also in das Styropor Löcher reingeschnitten, hat diese Blister, also diese Hauben eingebaut und hat die dann vorne nochmal mit diesem Rahmen versehen. Auch innen ist alles mit Decoupagepapier beklebt. Die Teile hier, die halten jetzt. Also ihr seht es hier in der Mitte, die hatten so einen Steg zum Einfädeln, da habe ich das Band einfach eingefädelt. Und dann könnt ihr hier das Innenleben sehen. Ich hoffe, ihr seht alles gut. Es gibt nochmal Fotos. Dieses tolle Seepferdchen hier, das baumelt hier lose. Wenn ich es jetzt aber hochnehme, dann könnt ihr nicht mehr gucken. Also wenn das Ei steht, dann hängt dieses Seepferdchen lose. Das hat sie hier oben befestigt. Ich lege das mal auf die Seite, damit ihr reingucken könnt. Innen ist auch überall dieses wunderschöne Decoupagepapier. Dann seht ihr hier oben schon einen Seestern und diese Rohre. Diese Rohre fand ich schon immer extrem faszinierend. Ich hatte aber noch nie welche, weil das ist ja prädestiniert für dieses Steampunk- und Mechanical-Thema, solche Rohre zu verarbeiten. Wunderschön. Dann hat sie hier ein Stück Styropor eingebracht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Felsen. Hat alles wunderschön dekoriert mit Blümchen, mit solchem hier, mit diesem Islandmoos. Hat seitlich Swirls und Zahnräder angebracht. Und auch hier unten wunderschön dekoriert mit diesen Rohren und mit diesen Blümchen. Hier auch wieder so ein Stück Styropor, das wie ein zerklüfteter Felsen aussieht oder wie so eine Klippe. Und auch mit Islandmoos und hier diese wunderschöne, das hat auch verschiedene Farben. Hier ist es orange, das sieht wie eine Koralle aus. Und hier unten hat sie noch verschiedene andere Farbtöne zwischen das Grün gesetzt. Hier diese wunderbare Frau hat sie ausgeschnitten und hat auch ihren Kopf noch mit einem Swirl und einer Feder und einem Zahnrad mit Schraube verziert. Also ein wahnsinnig tolles Geschenk. Ich bin sehr geflasht gewesen. Ich mache euch jetzt noch mal die Lämpchen an. Die habe ich einfach, ich hoffe, ihr seht es, die habe ich einfach mit Stecknadeln da innen drin so postiert, dass das Ende hier unten rauskommt, wo ich das dann in dem Sockel versenken kann. Wenn ich es jetzt schließe, werdet ihr von den Lichtern nicht mehr viel sehen. Deshalb zeige ich es euch so. Also das war eins der Geburtstagsgeschenke. Ich habe ganz viele Geburtstagsgeschenke dieses Jahr auch wieder gekriegt, die mich total geflasht haben. Aber das ist definitiv eins davon. Und vor allen Dingen, ich weiß, es war ihr Prototyp. Und diese Prototypen gibt sie normalerweise nie her. Es ist also eine besondere Ehre, dass ich das von ihr bekommen habe. Ich denke, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Es ist meilenweit entfernt von Ostern, auch wenn es eine Eiform hat. Es ist ein fantastischer Hingucker, mit oder ohne Licht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich werde dafür einen schönen Platz suchen. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, liebe Simone, dass du mir dieses wunderbare Kunstwerk hast zukommen lassen, dass du dich davon getrennt hast. Ich probiere jetzt gerade mal, wenn ich hier das Licht anmache. Also ihr seht da schon, ich habe jetzt hier natürlich auch meine Softboxen an. Die könnte ich aber mal ausmachen. Moment.
So, die sind jetzt aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was sehen. Also wenn ihr hier reinguckt, dann seht ihr schon die Lichter. Hier unten auch. Aber es ist jetzt natürlich nicht so beleuchtet, dass wenn es geschlossen ist, dass man viel sieht. Ich kann euch das jetzt, es spiegelt natürlich in der Kamera, leider auch nicht so rüberbringen. Also es ist im Original noch viel, viel schöner, als ich es euch jetzt hier über die Kamera rüberbringen kann. Und ich glaube, ihr, also alle, die dieses Papier lieben und die dieses Steampunk lieben, die werden jetzt begeistert sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für die Simone ein paar nette Kommentare da lasst und mal erzählt, weil sie hat leider keinen YouTube-Kanal, eure Meinung sagt, wie findet ihr das? Würdet ihr das auch so machen? Einfach eine Eiform verarbeiten zu so einem Steampunk-Projekt. Diese Styroporkugeln, Teile zum Öffnen, die gibt es ja auch als Kugeln. Aber sie hatte das Ei und hatte die Ideen und ich bin wirklich mega begeistert. Also lasst gern für die Simone ein paar Kommentare da. Folgt ihr auf Instagram, dann kriegt ihr öfter mal sowas Herrliches zu sehen. Sorry, ich habe einen trockenen Hals. Ich habe versucht, es euch schön zu zeigen, dass ihr alles seht. Werd euch auch noch mal ein paar Detailfotos anhängen. Und liebe Simone, noch mal ganz herzlichen Dank. Und euch anderen danke ich fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Kommi, ein Däumchen da lasst, was in dem Fall natürlich für die Simone wäre. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann freue ich mich. Und macht's gut bis dahin. Passt auf euch auf. Tschüss. Lieben Dank fürs Zusehen.